In diesem Film besuchen wir die Fakultät für Maschinenbau und Mechatronik der Hochschule Karlsruhe und schauen uns dort mal ein paar Labore an. Los geht's in diesem etwas dunklen Raum. Wir befinden uns hier im Virtual und Augmented Reality Labor der Hochschule Karlsruhe. Hinter mir seht ihr die Powerwall. Auf der Powerwall zeigen wir im Rahmen der Konstruktionsübung die Projekte, die wir im CAD-Modell erstellen. Mit einer 3D-Brille kann man regelrecht in die Konstruktionen eintauchen. Wie zum Beispiel bei diesem Rennwagen, der als studentische Projektarbeit entstanden ist. Diese Virtualisierung hilft, die Modelle eben einzeln auseinanderbauen zu können und die Teile genau angucken zu können. So ist es zum Beispiel dem Professor dann möglich, einzelne Teile auszubauen und genau zu untersuchen, ob diese korrekt entworfen worden sind. Solche Techniken sind wichtig für das spätere Berufsleben. Sie sparen nämlich Zeit und Geld, weil man damit Konstruktionsfehler rechtzeitig erkennen kann. Wenn man aus Computermodellen echte Produkte fertigen will, ist man in der Maschinenhalle an der richtigen Adresse. Als Studierender können Sie hier hautnah erleben, wie aus Kunststoff, Metall und anderen Werkstoffen und Halbzeugen wirklich Produkte entstehen, wie in einzelnen Arbeitsschritten Schritt für Schritt aus dem Rohstoff ein Bauteil wird, wie eben zum Beispiel unser Flaschenöffner. Das ist das Ding, von dem hier die Rede ist. Also wir planen ja, einen Flaschenöffner zu produzieren. Der soll aus zwei Komponenten bestehen. Einmal aus dem Metallinsatz, also innen, und einmal aus einer Kunststoffkomponente, was es quasi dann umschließt. Dazu wollen wir das Spritzgussverfahren jetzt verwenden. Das heißt, wir legen dann das Metallteil in das Werkzeug ein und dann wird die Kunststoffkomponente drumherum gespritzt. Der Fertigungsprozess für die Spritzgussform wird auch hier erst einmal auf dem Rechner simuliert. Und schließlich, wenn alles in Ordnung ist, an einer Fräsmaschine umgesetzt. Hier wird jetzt quasi die Formteile bzw. die beiden Formhälften des Spritzgusswerkzeugs erstellt. Was wir hier machen, ist, wir tun aus dem vollen Material die Kavität fräsen. Also was wir vorhin auf dem Rechner gesehen haben, wird jetzt hier real. Die gefrästen Formen werden dann in die Kunststoffspritzgussmaschine eingebaut. Und jetzt kann der Prozess eigentlich gestartet werden. Und fertig sind die Flaschenöffner für die nächste Fakultätsparty. Weiter geht's zur nächsten Station, und zwar ins Roboterlabor. So, während meiner Studienzeit haben wir hier diesen Roboter aufgebaut. Das ist eine Kopplung aus einer mobilen Plattform und einem Industrieroboterarm. Das Ganze haben wir einmal mechanisch aufgebaut und auch softwaretechnisch dann noch implementiert, sodass das Ganze steuerbar ist über ein System. Genau, also wir sehen jetzt hier immer den mobilen Roboter, wie er in Aktion ist. Also sprich, die mobile Plattform, die hat zwei Räder, die angetrieben werden. Und eben über die verschiedene Antriebsgeschwindigkeit der zwei Räder kann er eben Kurven fahren, geradeaus fahren, wo sich eben auch auf der Stelle drehen. Wir haben die Möglichkeit, den vom Endpunkt des Roboterarms einen Punkt im Raum anzugeben. Dann macht der Roboter selbstständige Bahnplanung, also sprich, schaut, wie muss er sich bewegen, dass sein Roboterarm zu diesem Punkt fährt. Ja, und dann wird die Bewegung ausgeführt. Die Studierenden haben den Roboter mit vielen Sensoren ausgestattet. Mit denen tastet er die Umgebung ab. In der Steuerungssoftware sieht man, wie der Roboter den Raum wahrnimmt. Die roten Punkte sind Ecken von Schränken und Tischen oder andere Hindernisse. Und man sieht es hier, ein paar Punkte, die sich bewegen. Die Punkte, das bin ich, wie ich mich vor dem Roboter bewege. Hier lernt man also, wie man Industrieroboter baut und programmiert. Die helfen dann übrigens auch gerne mal bei der Herstellung der Flaschenöffner. Ein bisschen kleiner und filigraner geht es in diesem Labor zu. Hier werden nämlich Batterien hergestellt und erforscht. In sogenannten Gloveboxen werden die Batterien unter spezieller Schutzgasatmosphäre zusammengebaut. Yeah, at the moment I am fabricating a battery. We can fabricate the battery in different types like coin cells, T cells, pouch cells. So for the basic studies of a battery, we can start from a T cells. Ziel dieser Arbeiten ist es, dünne und stabile Batterien zu entwickeln, die man als Leiterplatte für elektronische Schaltungen nutzen kann. Also etwa so wie diese Leiterplatte, nur eben mit eingebauter Stromversorgung. Hier wird übrigens auch gerade eine Elektronik für ein studentisches Projekt gefertigt.
Also ich sitze hier an einer Pick-and-Place-Maschine. Da kann man kleinste Bauelemente von Hand auf Leiterplatten aufbringen, um sie danach im Lötofen zu backen. Diese Leiterplatte hier wird später in einer Funkfernbedienung für Drohnen verwendet. Natürlich geht es auch immer noch eine Nummer kleiner. Dafür braucht man dann aber spezielle Labore. Sie stehen gerade vor einem Reinraum, Klasse 1000 oder ISO 7. Das bedeutet, dass Sie weniger als 1000 Partikel pro Kubikfuß Luft hier in dem Reinraum haben. Das brauchen Sie, wenn Sie zum Beispiel Elektronik herstellen, die so klein ist, dass ein einzelnes Staubkorn diese Elektronik stören würde. In diesem Reinraum lernen die Studenten sowohl in der Forschung, aber auch in Bachelor- und in Masterstudiengängen, wie die Technologien funktionieren, die Stand der Dinge sind in der Industrie, aber auch in Forschungseinrichtungen und sind dann direkt einsatzbereit. Bevor man in den Reinraum hinein darf, muss man sich erst einmal staubdicht einpacken, damit man den Reinraum nicht verunreinigt. Dann geht's durch die Schleuse in die nahezu staubfreie Zone. Hier drin werden winzigste elektronische Schaltungen hergestellt oder überprüft. Solche miniaturisierten Schaltkreise finden sich zum Beispiel in Prozessoren. Als Studierender kann man hier im Prinzip auch selbst einen solchen Chip bauen. Das ist ein Silizium-Wafer. Mit verschiedenen fotolithografischen Verfahren könnte man daraus jetzt zum Beispiel einen Computerchip oder einen Handychip herstellen. Bis dahin ist es ein langer Weg. Zum Beispiel muss man den Wafer erstmal in einem sogenannten Spincoater mit einem speziellen Fotolack beschichten, um anschließend die winzigen Strukturen auftragen zu können. Solche Tätigkeiten sind typisch für Studierendenprojekte oder Abschlussarbeiten. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass es Spaß macht. Also ich bin begeistert von Elektronik, von Programmieren und auch von den Fotolithografieprozessen. Da kann ich Technologien einsetzen, von denen andere nur träumen können.